Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Zendestodai, herzlich willkommen bei Arunacho. Ja, wir haben hier natürlich einiges wieder aufzuräumen, wie das halt so ist. Jetzt habe ich gar keine, warum habe ich keine Frames mit? Habe ich die weggelegt? Okay, dann holen wir uns die gleich. Machen wir mal kurz ein bisschen schon mal sauber. Aber ich würde ganz gerne hier das Loch einmal geschlossen haben. Einfach aus dem Grund, kann ich mir auch gleich mitbringen. Aber aus dem Grund, damit mir hier die Zombies nicht direkt wieder reinlaufen. Ja, das hier sieht tatsächlich gar nicht mal schlecht aus, was hier so passiert ist. Das freut mich. Ja. Allerdings ist natürlich immer ziemlich dreckige Angelegenheit. Das freut mich dann nicht. Die muss ich gleich mal gucken. Ich hätte aber letztes Mal gefragt, ob man die reparieren kann. Konnte man nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob das vielleicht daran liegt, dass ich keine Planks in der Tasche hatte. Das wäre ja immerhin möglich. Ach, ist das hier immer ein Dreck, Mist. Ja, sonst sieht es hier ganz gut aus. Ja, der ist eindeutig gut geblockt worden. Aber du bist ein Depp. Aber das erzähle ich dir nächstes Mal. Okay, was haben wir hier noch? Kann man auch noch wegmachen. Ich glaube, die Goblocks, die wird es in der 13 gar nicht mehr geben, oder? Ist natürlich auch lustig, da haben die das System ja so eingeführt und jetzt wird sie wieder rausgenommen. Also, glaube ich zumindest. Habe ich irgendwie so im Kopf. Ach, immer diese Aufräumarbeiten. Das ist das Einzige, was echt so ein bisschen langwierig nervig ist. Muss man ja eigentlich nur machen, eben weil sie ansonsten zur Erde werden. An sich habe ich ja nichts dagegen. Aber hier nutzt mir das halt nichts. Ja, dann machen wir bis hier. Was da hinten ist, das ist mir ja egal. Aber so näher an meiner Base möchte ich die halt jetzt nicht unbedingt haben, weil irgendwann stören sie dann doch. Weil es halt die Bewegungsfreiheit einschränkt. Wenn du da überall so kleine Erdhügelchen hast. Wo du nicht rüberkommst. Oder so. So. Ja, muss ich mal gucken. Ja, ich brauche also eine Menge viel Krams zum Reparieren auf jeden Fall. Ich könnte mal Honig essen. Machen wir erstmal hier. Weil da kriegen wir doch gleich beides aufgefüllt. Ist ja auch nicht schlecht. Oh, Honig gibt gut Stamina, habe ich das Gefühl. Dann können wir mal gucken, dass wir so eine Tablette noch nebenbei schlucken. Und der Rest soll wohl auch ohne dann funktionieren. So, jetzt aber erstmal Krams holen, dass wir draußen erstmal dicht machen können, dass so die Standard-Zombies da nicht reinkommen. Da kam jetzt gerade eben noch eine Hundehorde. Ich habe sie gehört, drück auf Aufnahme und zim dich das ab. Haha, nicht witzig. Na gut. Aber also die Hundehorde, die habe ich halt nur gehört, die habe ich nicht mal gesehen, aber die vielen schnellen Trübbelschritte, naja, da weiß man ja, was das denn letztendlich ist. Jetzt brauche ich allerdings wieder, ich habe ja Material dafür gar nicht mehr, ne? Ja, doch 85, aber es wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, das heißt, da muss ich dann nochmal ein bisschen nachholen. Müssen wir mal ein paar Zombies wieder erledigen. Und dann soll das wohl gehen. So, das war das. Ja. Achso, da haben wir noch die 10 mm. Und mehr brauchen wir hier nicht. Nur halt dort, falsche Ecke, ein tiefer.
die Repair Kits mal einmal rein. Das heißt, schlaues Kerlchen. Müssen wir auch wieder Material für haben, sonst stehen wir da beim nächsten Mal ein bisschen doof da. Ich weiß. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Na, nicht wirklich. Dann mach halt so. Dann ist sie fast repariert, aber auch da muss ich jetzt wieder Zeugs haben. Sonst ist nicht so schön. So. Falsche Ecke. Ach, da haben wir noch 3 Stück. Guck an. Bringt ganz ordentlich Material, das Zeug. So. Das kommt jetzt nach unten. Und ansonsten sind wir sowieso soweit klar. Die lasse ich jetzt einfach mal drin, glaube ich. Das werde ich eventuell auch noch brauchen. Ich glaube jetzt nicht, aber wer weiß. So. Einmal dorthin. Da kann dann dieser Kram... Achso, das können wir auch anders machen. So. Das ist doch schön, wenn wir direkt wieder ein bisschen Scrap dann haben. So, dann müssten wir hier, genau, das wird auch nicht reichen, ne? Wie viel Schwarzpulver habe ich denn hier noch? Okay, genug. Das heißt, mal einmal hier, ansonsten hole ich mir halt noch was, das ist ja jetzt das kleinere Übel. Und, oh, ich hab ja 6-mal Öl da drin gehabt, das ist ja auch niedlich. Wusste ich gar nicht. So, ja. Mach halt fertig, nebenbei. So, das kann dann wieder darin. Dann, nehmen wir mal vorsichtshalber ein bisschen mehr von mit. Dann brauche ich davon nicht, ne? Die muss jetzt im Zweifel einfach noch reparieren, dann ist auch gut. Warum habe ich hier... Ah, auch zum Reparieren. Genau, brauche ich ja auch. Ach so. Und weil wir so schlau sind. Ach Gott. Mach halt so. Dann kann man das später auch wieder ordentlich reinlegen. So, was brauche ich noch? Ich bin irgendwie nicht so ganz da. Deswegen, genau, davon brauche ich was. Und warum gucke ich jetzt da rein? Weiß ich nicht. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Nee, nicht ganz. Davon brauche ich auch mal schon was. So, jetzt haben wir aber wirklich alles. Es sind verschiedene Kram, die man halt zum Reparieren mittlerweile braucht. Schlaues Kerlchen. Du wolltest doch die Tür zumachen. Und dafür brauchst du halt das. So. Aber die Kombination, ich meine, solange sie Wirkung hat, ist doch gut. Dann ist doch alles in Ordnung. Dann akzeptiere ich das auch, dass ich ab und zu mal nachdenken muss. So. Wollen wir mal gucken. Ach, da hinten meckert schon wieder einer rum. Das sind immer so Meckertanten. Ehrlich. So, mach halt erstmal rein. Ich glaube, der kommt sogar hier hin. Der möchte... dass ich ihm da irgendwie was sage, glaube ich. Ach, den kann ich jetzt gar nicht herstellen, weil... Aber er hat schon mal wieder nicht richtig nachgedacht. So, weg. Passt. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir die erstmal dicht. Da ist ja immer noch eine Mine. Haben sie, da vorne war auch noch eine. Haben sie immer noch nicht weg. Okay. Kann sich ja mal ein Spider dran vergnügen, wenn er Lust hat. Ist ja auch nicht so schlecht. So. Das ist irgendwie schon beinahe wieder zu sicher, ne? Ich meine, ich brauche ja echt nicht viel machen. Theoretisch gesehen hätte ich nur oben stehen bleiben brauchen. Aber eigentlich muss ich wieder oben, unten. Die kommen irgendwie, ja, Gott sei Dank. Oh. Hätte ich noch ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Das habe ich jetzt, da habe ich nicht dran gedacht. So. Und jetzt reparieren wir erstmal von außen.
und dann von innen. Dankeschön. Das heißt, jetzt gehen wir mal erstmal einmal hier rum. Na, die brauchen noch ein bisschen. Und gucken wir mal, ob wir das jetzt hier reparieren können. Oh ja, geht. Warum der nicht? Weil zu kaputt? Ah. Also die kann man auch wieder reparieren, außer den da. Doch, geht auch. Man muss nur richtig treffen. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Das ist natürlich nicht schlecht. Da ist keiner, der so richtig kaputt gegangen ist. Allerdings, da ist ja jetzt auch dann eher wenig gewesen, die hier dran hergewandert sind, denke ich mal. Von daher, mal gucken, wie das dann in dieser Kombination aussieht, wenn ich das mal großräumig habe. Ob dann immer noch so wenig Schaden entsteht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Dass da halt deutlich mehr Schaden entsteht. Wäre ja irgendwo normal. Aber solange es wirkt, ist super. Hm, geht doch. Dafür haben die hier so gut wie gar nichts abgekriegt, so wie es ausschaut. Hm. Ah, da war was. Schon fertig. Ach, guck an. Da ist auch noch. Und Enter. Also viel war es nicht. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Selbst bei diesen kleinen Stück sind ja einige schon draufgegangen. Und insofern gar nicht übel. Und ich scheine ja hier tatsächlich ein bisschen geblockt zu werden. Und das gefällt mir gerade mal richtig. Schwierig, ne? Jetzt setze ich den bestimmt falsch rum, oder? Wie war das? Linke Maustaste drehen, rechte setzen? Ja. So ist richtig. Das kommt davon, wenn man Spiele mit unterschiedlichen Systemen spielt. Dann kommt man auch schon mal durcheinander. So, da war doch da vorne noch irgendwo was. Ja, da ist noch einer. Und vielleicht sind die auch nur hierher gewandert. Und daran schon gestorben, dass das mit dem Blocken hier überhaupt nichts zu tun hat. Das ist auch gut möglich. Aber das sind halt so Sachen, die sehe ich halt erst dann, wenn ich das alles ein bisschen Großräume habt, dass sie wirklich hier erst durch müssen. Pass mal auf, Kollege. Ah, Kollegin, Entschuldigung. So. Okay. Schlucken wir halt mal ein paar Vitamine, das ist ja nie so verkehrt. Und dann können wir das auch mal eben mitmachen. Was hast du denn schönes Mus? Hm? Sag mal. Nix. Pamela ist auch noch am Rumwandern. Ah, deswegen habe ich zwei. Wo wollten die hin? Die sind ganz schön schnell unterwegs. Na gut, ich habe ja eh noch ein bisschen was zu tun. Sollen sie weiter wandern? Oh, der ist fertig. Das ist schön. Das heißt, ich kann mir ein, wo ist denn der vor allem? Da. Wie null. Weil ich, warum nicht? Alle verbraucht habe. Okay. Das können wir ja ändern. Das gefällt mir nicht, wenn du da so im Kreis rumläufst. Komm her, gib eine auf die Nase. Das hier. So, hast du jetzt davon. Kannst auch einfach wegbleiben. Das geht ja auch. Achso, da kommt das hin, genau. Und jetzt kann ich mir auch so einen Cobblestone vornehmen.
Und bitteschön. Und einmal, ich frage mich, warum und wie sie den da rausgekloppt haben. Da bin ich mal ein klein wenig verwundert. Muss ich so eingestehen. Das heißt, hier könnten wir eigentlich erstmal, wenn wir doch schon mal hier bei sind. Ich glaube, das repariere ich alle von ihnen. Ist einfacher. Was wollte ich? Das wollte ich. Aber wir könnten hier halt den ganzen Kram schon mal vorschmeißen. Und dann ist auch gut. Dann haben wir das Thema doch auch schon mal durch. Wow. Ach, da haben sie von innen dann zugeschlagen. Auch nett. Die können sich aber auch nicht entscheiden, was sie wollen. Ne? Von innen kaputt machen, von außen kaputt machen. Hauptsache kaputt machen. So, haben wir hier auch noch was? Nö. Und jetzt gehen wir einmal rum. Und fertig. Gucken, wo hier halt was fehlt. Das geht aber diesmal. Ach guck, da haben sie, aber die Mine haben sie nicht erwischt. War nicht schlecht. Okay. Das sah aber auch drinnen eigentlich ganz gut aus. Von wegen Zerstörung und so. Also, was heißt ganz gut, dass die halt nicht so viel kaputt gekriegt haben, nicht wahr? So in der Richtung. Und hier sieht es auch ganz gut aus. Na nö. Habe ich da oben was vergessen. Weil das kann wohl eher nicht so ein Zombie gewesen sein. Okay. Ist wenig. Erstaunlich wenig. Also hier draußen. Tatsache. Da bin ich jetzt mal ein bisschen was verwundert. Ja, dann machen wir hier drin mal aufräumen, nicht wahr? Aber ich glaube, das mache ich dann gleich alleine weiter. Weil das kennt ihr ja schon. Sowas von außen und inwendig. Ja, doch, das sieht so insgesamt nach wenig Beschädigung aus. Klar, hier haben sie natürlich kompletten Stacheldraht weggezogen, ist ja logisch. Aber wenn ich mir hier angucke. Wenn ich mir das hier angucke, ich dachte, da liegt auch einer zwischen. Das war wieder gar nicht so viel. Das waren jetzt so zwei, drei Stück. Hier irgendwie gar nicht so wirklich komplett kaputt. Aber logisch. Wenn da erstmal die Gore-Blocks drauf liegen. Ich habe nur das Gefühl, also rein vom Hören, habe ich so das Gefühl gehabt, dass die trotz der Gore-Blocks Beschädigung gekriegt haben. So hat sich das irgendwie angehört. Na, den machen wir mal direkt weg, sonst übersehe ich den. Und hier geht eigentlich auch, also das sind zwei Stück, die hier fehlen. Okay. Und ja, hier ist gar nichts. Ja, das ist so mal wirklich nicht so viel. Wenn man bedenkt, was wir hier an Zombies hatten. Ich meine, das war ja richtig heftig. Also von daher, super. Sind ein bisschen schwach auf der Brust gewesen, habe ich so das Gefühl. Ja, dann mache ich jetzt mal eben die Reparaturen hier zu Ende. Das ist so viel hier nicht. Und dann ist das wieder klar. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen. Von daher, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, Eis muss ich noch besorgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf meinen Social Media. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also bis dahin. Bye, bye.